Hallo und herzlich willkommen bei Taktgefühl. Wir haben heute ein neues Video für euch und zwar ein bisschen ein anderes Format. Ich habe nämlich eine kleine Challenge oder eine Art Selbstexperiment gemacht und dabei bin ich 7 Tage lang nur mit Stangen und Pylonen und halt Equipment auf dem Reitplatz geritten und nicht einfach so auf dem Reitplatz, wie man das vielleicht sonst im alltäglichen Training macht, um zu sehen, was sich da so bei uns verändert im Training und ob das wirklich hilfreich ist, immer Stangen und Pylonen als visuelle Hilfe und Markierungen dazu haben oder ob das auch seine Nachteile hat. Die Challenge bestand genau daraus, dass ich halt mir jeden Tag, auch wenn ich zweimal mit Tano gearbeitet habe, dann halt zweimal, irgendwelche visuellen Hilfen, sei es Pylonen, sei es Stangen, sei es irgendein Equipment, was wir am Reitplatz haben, quasi wirklich in unser Training einbinde und das nutze. Und das habe ich halt gemacht, wenn ich geritten bin, aber vor allen Dingen auch, wenn ich Bodenarbeit gemacht habe oder logiert habe, dass ich mir immer irgendwas aufgestellt habe, woran man quasi seine Übungen machen kann. Und das Ganze 7 Tage lang. Wenn ich ausreiten war, habe ich den Tag hinten dran gehangen, einfach um das quasi 7 Tage lang zu testen. Aber ja, am Anfang hat das Ganze auch wirklich gut geklappt. Man hatte irgendwie halt eine einfach konkrete Übung und das ist tatsächlich schon so gewesen, dass man gemerkt hat, dass auch das Pferd eine visuelle Hilfe hat. Denn wenn man sonst reitet, hat man ja zwar selbst vielleicht eine Linie im Kopf und selbst da ist immer so ein bisschen die Frage, wie genau man die im Kopf hat und wie genau man die dann nachreitet. Aber vor allen Dingen bei den Pylonen, wenn man eine Übung zweimal gemacht hat, dann weiß das Pferd beim dritten Mal auch, was es erwartet und kann irgendwie so ein bisschen sich selbst schon koordinieren und darauf einstellen, was jetzt kommt. Und sieht halt auch einfach die Punkte, an denen man zum Beispiel den Übergang macht etc. Das ist natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen eine Gefahr, dass die Pferde einem Hilfen vorwegnehmen. Wenn man allerdings jedes Mal was anderes aufbaut und die Übungen dann auch innerhalb eines Trainings ein bisschen variiert, ist das, finde ich, in Schach zu halten. Und das hat also wirklich, wirklich gut funktioniert. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass Tano wirklich Spaß am Training hat. Zur Mitte der Woche hin ist es dann aber irgendwann anstrengend geworden, sich jedes Mal was Neues auszudenken. Und ich muss sagen, dass sich das tatsächlich sehr durch meine Woche auch gezogen hat. Dass ich irgendwie zwar die positiven Effekte davon hatte, aber gleichzeitig ist man dann sehr eingeschränkt in seinem Training, weil man halt sich irgendwie vorher eine gewisse Übung überlegt, die man sich auch überlegen muss vorher, damit man irgendwas mit Plan aufbaut und nicht so eine Pylone sich in die Mitte stellt und nachher gar nichts mit der macht, weil das wäre irgendwie nicht Ziel der Challenge gewesen. Das heißt, man muss immer einen Plan schon für die Einheit haben. Und grundsätzlich denke ich nicht, dass das was Schlechtes ist, aber teilweise habe ich mich auch so ein bisschen eingeschränkt darin gefühlt, an dem Tag auf Tano einzugehen. Weil ich dann einfach so eine Übung im Kopf hatte oder unser Aufbau vielleicht auch relativ komplex war und ich den ganzen Parallelslalom aus unseren Sprungständern oder so aufgestellt hatte. Und wenn er dann eigentlich an dem Tag an irgendwelchen anderen Themen zu arbeiten hat, weil beim Warmreiten irgendwas aufkommt, dann ist man irgendwie relativ unflexibel darauf zu reagieren. Oder ich war zumindest so ein bisschen dann versteift darauf, dass ich jetzt aber auch den Parallelslalom arbeiten wollte, weil ich so viel dafür aufgebaut habe. Obwohl das vielleicht von an dem Tag trainingstechnisch gar nicht so sinnvoll gewesen wäre. Und dadurch hat man irgendwie eine gewisse Festigkeit auch in dem, was man arbeiten möchte. Und es ist wirklich, also gegen Ende der Woche habe ich wirklich ein bisschen gestruggelt, Übungen herauszufinden, die wir nicht schon gemacht haben, auf die wir irgendwie Lust hatten. Und woran wir arbeiten wollten, es war irgendwie ein bisschen tatsächlich nachher so, dass ich immer mit Tano von der Wiese gegangen bin und so ein bisschen so war, oh, jetzt müssen wir wieder auf den Platz und irgendwas raussuchen. Also ich fand, dass so ein kleines bisschen der Spaß verloren gegangen ist, wobei das ein bisschen falsch ist. Ich habe mir wahrscheinlich einfach so ein bisschen zu viel Gedanken darüber gemacht, dass wir jedes Mal eine neue Aufgabe haben und jedes Mal, und man kann ja grundsätzlich auch einfach Dinge mehrmals arbeiten. Also ich kann grundsätzlich empfehlen, mit Stangen und Pylonen irgendwie viel zu arbeiten. Aber ich glaube, dass ich empfehlen würde, entweder sich das erst vorzunehmen, wenn man schon eine Übung im Kopf hat, oder sich Übungen vorzubereiten. Zum Beispiel haben wir auch eigentlich relativ viele Videos mit Cavalettis, mit einem Slalom, mit einer Stange, mit einer Pylone, dass man sich da vorher halt recherchiert und was raussucht und nicht einfach zum Stall fährt und sagt, ah, was baue ich denn heute auf? Sondern dass man sich so ein bisschen Gedanken vorher macht und dann mit Plan in den Stall fährt und sich nicht so stresst. Das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen negativ, aber trotzdem muss ich sagen, das Training mit visuellem Equipment, mit Stangen, mit Pylonen, hat schon in der Trainingseinheit selbst den enormen Vorteil, dass man selbst so ein bisschen gezwungen ist, präzise Linien zu reiten und dadurch natürlich einerseits merkt, wenn was nicht so gut funktioniert, aber das Pferd das auch sehr schnell mitdenken kann und mitarbeiten kann, sodass das dann relativ schnell funktioniert und das Pferd sich selbst anders koordinieren kann und so ein bisschen selbstständiger wird. Von daher große Empfehlung, mit Stangen und Pylonen zu reiten.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde, das jedes Mal zu machen. Und wenn ihr das regelmäßiger macht, dann ja, überlegt euch vorher Übungen. Ja, und das waren dann im Prinzip auch schon unsere 7-Tage-Challenge. Und wenn ihr mehr solcher Challenge-Experience, Selbstexperiment-Videos haben wollt über verschiedene Themen, dann gebt uns gerne Bescheid und schreibt uns vielleicht auch Ideen in die Kommentare, die ihr gerne umgesetzt haben wollt. Wir haben zwei, drei Ideen schon im Hinterkopf, die auch teilweise in der Umsetzung gerade sind. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch diese Challenge-Formate interessieren und gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!